unter allen Dingen und im Himmel nur einen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit die Herrschaft über alles trägt. Thank you.
keine Ernte dieses Jahr. Wir haben hart gearbeitet, aber wir werden gut essen. Ja, es ist der Himmel, der uns Nahrung gewinnt. Stimmt, Mama hat recht. Mama, hab ich nur mal mehr. Ja, ja. Also, was werden wir nächstes Jahr anbauen? Wie wäre es mit etwas Mais und Erdnüssen? Unsere Kinder haben ihr eigenes Schicksal. Ich kann nicht anders, als mir darüber Sorgen zu machen.
dieselben tragischen Geschichten der Toten. Also muss der Mensch ergründen, warum leben wir und warum müssen wir sterben? Es werde Licht. Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel, an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Es werden Lichter an der Feste des Himmels. Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer,
und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Thank you.